Hallo! Heute gibt es mal wieder einen DM-Haul. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich wirklich nur noch Sachen kaufe, die ich auch wirklich brauche. Und die würde ich euch jetzt gern zeigen und ich hole mir einfach meine Tasche hoch und fange an. Und zwar sieht man es ja hier schon. Einmal einfach Wattepads. Oh, falsch rum, sorry. Die von Ebelin, die hatten so ein schönes Design. Und ich hänge die eigentlich immer hier oben am Nagel auf und tue die aber vorher runter, wenn ich Videos drehe. Und ich dachte irgendwie, die sehen schöner aus, wenn die da hängen. Und die anderen kommen dann ins Bad. Dann habe ich mal wieder gebraucht von Denkmit die Farbfangtücher. Oh, Farb- und Schmutzfangtücher. Ich gebe die mal in die dunkle Wäsche mit rein. Und da gibt es jetzt immer so ein XL, so eine XL-Packung. Und ich finde die wirklich gut. Da hängt immer was drin. Ja, die kaufe ich auch immer wieder nach. Dann geht's weiter. Und zwar, wer meine Vlogs verfolgt, weiß, dass ich im Moment ein paar Probleme mit meiner Spülmaschine habe. Das Geschirr wird nicht mehr sauber. Und ich hatte die Vermutung, dass es an den Froschtabs liegt. Da habe ich zwar jetzt noch welche, aber ich habe jetzt mal wieder meine Denkmit-Tabs gekauft. In der Hoffnung, dass mein Geschirr mit denen wieder sauber wird. Und im Zuge dessen habe ich auch gleich nochmal so ein Reinigungsgel gekauft. Ich will jetzt so eine Reinigung nochmal machen, komplett nochmal alles sauber machen und dann wieder diese Tabs nehmen und hoffen, dass es sauber wird. Dann habe ich zweimal Q-Tips gekauft. Die verwende ich logisch, um die Ohrmuschel sauber zu machen und aber auch, wenn ich beim Make-up ein bisschen verpatze. Und deswegen zwei Packungen. Und dann habe ich mal was Neues ausprobiert. Oder gekauft sozusagen. Und zwar ein neues Waschmittel. Diesmal von Dash. Das roch richtig gut. Und es ist pro Waschladung, also die rechnen das ja immer in Waschladungen. Jetzt müsste ich lügen. 10 oder 15 Cent günstiger wie das von Frosch. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall will ich das jetzt mal ausprobieren. Ich habe jetzt das hier genommen für weiße Wäsche, habe ich gedacht, weil da nichts draufsteht, ob das jetzt für weiß oder bunt ist. Und dann für die bunte Wäsche habe ich das von Spee gekauft. Das ist extra Megaperls Color. Ja, ich wollte eigentlich auch das für die weiße Wäsche von Spee, aber das war ausverkauft, deswegen habe ich mich für das von Dash entschieden. Aber da konnte man nicht riechen. Egal. Wie ich die Sachen finde, werdet ihr dann bestimmt in einem Aufgebraucht sehen. Da berichte ich ja immer sehr gern dann drüber. Und wir machen weiter. Und zwar mit etwas für Flaschen. Und zwar einen Flaschenreiniger. Der ist jetzt von Baby Love. Und nein, Philipp braucht keine Flasche mehr. Aber ich habe noch so eine Glasflasche von ihm. Und ich mache im Moment mir so Shakes zum Frühstücken. Und das mache ich halt in seine Babyflaschen. Ja, weil ich mir keinen so einen extra Shaker kaufen wollte. Außerdem fand ich das halt praktisch. Die sind so klein und mit Milliliteranzahl. Und das bereite ich mir in der Früh immer alles vor. Aber leider kriege ich die Flaschen immer nicht mehr so gut sauber. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe einen Flaschenreiniger. Ja, ich habe einfach den von Baby Love genommen. Ich denke, der wird schon tun, was er will. Und der ist bestimmt, kann man das auch für Gläser nehmen, falls die Tabs jetzt auch was sagen. Dann habe ich für Dennis gekauft solche Einmalhandschuhe. Die sind jetzt vom Profissimo, puderfrei, Hygiene und Schutz für die Hände. Das sind 40 Stück. Und zwar macht der Dennis macht zum Beispiel so Pulled Pork und mariniert Fleisch, alles selber. Und da trägt er halt am liebsten solche Gummihandschuhe, dass seine Hände sauber bleiben. Und auch wenn er zum Beispiel Zwiebeln schneidet, dass sie nicht riechen. Ja, und deswegen habe ich die für Dennis gekauft. Oh, dann habe ich was von DM geschenkt bekommen. Und zwar so Ariel Tabs.
Vollwaschmittel. Das ist so eine Gratisprobe, ist da dann einer drin. Ja. Werde ich ausprobieren. Ich habe auch vorhin im DM mal geguckt, was die kosten, aber die sind ja richtig teuer. Ja, ich teste die mal. Schauen, wie sie sind. Dann habe ich mir ein Haarspray gekauft. Und zwar das von Balea. Das Volumen-Haarspray. Und die Lampe leuchtet so dolle. Das habe ich auch schon ein paar Mal gekauft. Ich hatte jetzt keinen Bock, extra zu Rossmann zu gehen, nur wegen Haarspray. Deswegen habe ich einfach das mitgenommen. Dann zweimal Zahnbürsten. Einmal für Dennis, einmal für mich. Philipp hat nämlich noch welche. Der sucht die sich ja immer selber aus. Und manchmal hatte ich dann genug. Und deswegen habe ich da jetzt mal keine mitgenommen. Sondern nur für mich und Dennis. Ah, das habe ich schon aufgemacht, weil ich es mal testen wollte. Und zwar von Kaufmanns die Haut- und Kindercreme. Und zwar hat Philipp im Moment hier mal so komische Stellen. So rau und trocken. Und ich dachte mir, ich probiere mal die dann, weil davon ja auch schon ganz viele schwärmen. Und deswegen habe ich die gekauft. Und ja, ich habe es jetzt schon einmal bei ihm verwendet. Ja, weil sowas dauert ja natürlich immer, bis es anschlägt. Aber wird weiter getestet. Dann einmal Badespaß für Philipp. Wieder neue Farbe. Seht ihr auch ständig in meinen DM-Haul. Brauche ich nicht viel dazu sagen. Dann noch was für Dennis. Und zwar einmal Duschgel und einmal Haarshampoo. Das ist einfach von Balea Man. Da habe ich das Sensitiv wieder genommen. Aber beim Duschgel habe ich es nicht gefunden. Ja, und die haben auch das Design geändert. Ja. Habe ich ihm einfach wieder mitgenommen. Dass er sich mal wieder duschen kann. Und falls er sich nicht duscht, zweimal Deo. Nee, war ein Scherz, ne? Aber ja, habe ich mal zweimal so Deo mitgenommen. Ja, das eine ist extra dry, antitranspirant. Und das andere ist fresh, antitranspirant. Beide ohne Alkohol. Ja. Dann habe ich einmal von Veleda Pflanzenzahngel mitgenommen. Und zwar natürlicher Schutz bei empfindlichem Zahnfleisch. Das war ein Ausverkauf. Und ja, ich wollte es halt einfach mal testen. Ja, sieht so aus. Bin gespannt, wie es ist. Dann wurde mir mal, jetzt müsste ich lügen, in einem Aufgebraucht-Video diese Balea-Feuchtigkeitskapseln empfohlen. Und deswegen habe ich die gekauft. Ja, die sind mit Algenextrakt und Olivenöl. Ich bin sehr darauf gespannt. Ich mag so Feuchtigkeitsprodukte für die Haut total gerne. Ja, und deswegen freue ich mich schon, die auszuprobieren. Und ich habe mich wirklich über den Tipp gefreut, weil ich glaube, ich wäre weiterhin dran vorbeigelaufen. Ich musste auch ein bisschen suchen, bis ich die gefunden habe, weil die nicht bei den normalen Sachen, wie heißt es, bei den anderen waren, sondern neben der Gesichtsreihe, die es dazu auch noch gibt. Dann habe ich noch für Philipp einmal von Alverde das Kinderzahngel. Er liebt das. Er putzt nur damit seine Zähne. Und ja, ist halt ein Kinderzahngel, ne? Weiter geht's. Einmal Augen-Make-up-Entferner für mich. Ich nehme immer den von Balea mit diesen zwei Phasen, weil ich ja nur noch wasserfeste Mascara trage. Und das muss man halt dann so schütteln, ne? Das kennt aber bestimmt jeder. Und finde ich sehr gut. Ich habe zwar auch so Reinigungsöle noch, weil ich ja im Aufbrauchen bin, aber wenn man, ich habe auch Tage, wo ich nur Mascara trage, dann brauche ich nicht das ganze Reinigungsöl, da verwende ich dann das hier. Dann habe ich von Sebamed Baby und Kind die Pflegelotion. Die ist auch für Philipp. Er hat ja sehr, sehr trockene Haut und es ist die einzige, mit der ich die in den Griff bekomme. Also in den Griff bekommen hört sich total dramatisch an, so schlimm ist es nicht, ja.
Aber ich kann die nur empfehlen. Die ist halt wirklich teuer mit 8 Euro. Aber sie ist sehr gut. Ja. Deswegen kaufe ich die immer wieder nach. Und kann ich auch empfehlen. Ist sogar Ökotest sehr gut. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und zum Schluss habe ich etwas für mich gekauft. Und zwar diese Mascara hier. Ich habe mir von Saskias Beauty Blog den Live-DM-Haul angeguckt und da hat sie die gekauft. Und sie meinte, sie wollte die unbedingt haben, weil die für die unteren Wimpern total... Weil sie sich vorstellen kann, dass die für die unteren Wimpern total gut sind. Und darum habe ich mir die auch angeguckt und Leute... Ich glaube, die ist es wirklich. Seht euch mal dieses feine Bürstchen an. Und ich habe sie heute auch schon verwendet und die ist wirklich gut. Also damit kann man wirklich total gut die unteren Wimpern tuschen, ohne zu versauen. Hammergeil. Ich bin so froh, dass ich das gesehen habe. Ja, und die ist von P2. Aber ich konnte nicht, ich habe nicht geguckt, ob die jetzt wasserfest ist. Steht es irgendwo? Nee, steht nichts. Die heißt Minimi. Ach Gott, süß, ey. Ja. Sogar für Kontaktlinsenträger geeignet. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die gekauft. Und ich bin wirklich froh, dass ich die habe. Weil ich ja bei den unteren Wimpern immer wegen Depp war. Aber mit der klappt es echt gut. Und das war es auch schon mit meinem DM-Haul. Sehr viel Nützliches, wie im Moment immer in meinen DM-Hauls. Weil ich echt, ich muss mir auf die Schulter klopfen, total gut am Aufbrauchen bin. Und nur noch das kaufe, was wir auch wirklich brauchen und nicht immer so unnötiges Zeug. Okay, man könnte jetzt auch sagen, die Mascara war unnötig, aber... Ja, das war's dann. Und wie immer dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ich verlinke hier meinen Kanal zum kostenlosen Abonnieren und hier oben... eins meiner letzten Videos und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!